Willkommen zurück zum Singleplayer an diesem Samstag. Ich glaube, ich brauche nicht unbedingt jeden Tag immer den aktuellen Tag zu nennen. Habe ich mir aber gerade irgendwie angewöhnt, deswegen tue ich's. So. Ich muss ja jetzt, oder wir, müssen nun wieder in die Höhle, weil wir brauchen ganz große Mengen Cobblestone. So, drei Fackeln sind natürlich ein wenig knapp, da muss ich mir auch noch ein bisschen Kohle holen. Und wo war die richtige Höhle? Ich sollte mich schon mal direkt drauf... Das ist schon wieder die falsche Höhle. Ich sollte mich schon direkt auf den Weg nach unten konzentrieren. Kohle. Ein kleiner Lag. So, den Rest lasse ich mal. Die lasse ich mir für alle Fälle hier, damit, falls wir irgendwann dringend mal Kohle brauchen, damit wir da nicht so weit weg müssen, um welche zu bekommen. Und wie gesagt, ich konzentriere mich erstmal auf den Weg nach unten. Allerdings, wie gesagt, werde ich es diesmal etwas anders machen, als ich das gewöhnlich tue. Gewöhnlich würde ich ja eine ganz einfache Treppe direkt schnurgerade nach unten machen. Aber hier werde ich mich so ein bisschen im Zickzack ein wenig runtergraben. Und dann werden wir hier eine kleine Minecart-Strecke machen hinterher, mit der wir in die Mine nach unten fahren können. Das wird dann wenigstens auch halbwegs interessant aussehen. Deswegen folgen wir gerade mal keinem bestimmten System, sondern machen es einfach. Ist natürlich blöd, dass hier jetzt anderes Material ist, obwohl wir Cobblestone brauchen. Ich meine, hier ist hier wieder Stein, das ist schon mal schön. Na, der muss auch noch weg, die Reihe. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Und tralala. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Das hat jemand anders gesagt. Aber ich war es nicht, ich streite das ab. Falls es jemand beweisen kann, glaube ich es nicht. So, dann gehen wir mal hier um die Ecke. Schon wieder einmal. Da ist wieder mal Kohle. Die schadet uns natürlich auch nicht, die haben wir natürlich gern. Wir sind ein großer Freund der Kohle. Aber den Großteil lasse ich auch wieder drin. Alles, was gerade nicht auf unserem direkten Weg ist, es sei denn, es sind Diamanten, wird stehen gelassen. Aber wir werden auf diesem Level hier noch keine Dias finden. Habe ich mich hier vertan? Definitiv. Hier geht es wieder einen weiter runter. Schade, dass wir uns fast um die Erde rumgegraben haben, weil Erde brauchen wir ja für oben eine ganze Menge. Und die werde ich nach Möglichkeit immer hier aus dem Untergrund holen, weil die Insel würde ich gerne halbwegs so lassen, wie sie ist. Wenn überhaupt, möchte ich sie vergrößern und aufschütten, aber allerdings nicht abgraben und verkleinern. Da war ja schon wieder der allseits beliebte Sprachfail. Okay, das war schon die erste. Ich denke mal, wir bleiben noch die zweite Spitzhacke mit in dieser Höhle.
So, und irgendwie haben wir musikalisch eine ständige Wiederholung der gleichen Stücke im Moment. Obwohl ich inzwischen so viele habe in der Playlist, kriegen wir immer wieder dieselben zu hören. Naja. Und jetzt werde ich einfach mal die Richtung ändern und in diese Richtung gehen. Mal schauen, ob wir hinterher auch genug Sachen fürs Dach haben. So, ich finde die neuen Materialien relativ schön und gut gelungen hier. Allerdings wäre es auch schön, wenn man davon auch noch Treppen oder Steps machen könnte. Das ist das Einzige, was ich jetzt nicht so gut finde, dass das nicht geht. Wir könnten natürlich auch noch ein Schloss bauen. Schon wieder ein Schloss. Oder eine Festung. Aus rotem Stein, allerdings ist, wie gesagt, das Problem halt dort, dass... Ja. Es gibt keine Treppen und nichts. So. Ich würde ja irgendwie auf irgendeine Art gerne wissen, auf welcher Höhe wir schon sind. Allerdings ist dieses Let's Play nicht so gedacht, dass wir sowas tun dürfen. Das würde ich bei diesem Let's Play schon unter Cheaten abbuchen. Oder verbuchen, besser gesagt. Wir machen es ultra klassisch und werden nicht mal F3 benutzen. Das einzige Cheaten ist ein bisschen im Flugmodus für die Screenshots. Aber das ist ja auch wieder außerhalb des Let's Plays und kein eigentliches Cheaten. Ich bin eigentlich mal gespannt, wo wir uns eigentlich jetzt schon befinden. Das kann ich auch nicht nachgucken. Ach ja, und ich sagte ja bereits, dass wir auf die meisten Mods verzichten werden. Nur ein paar für die Oberfläche benutzen werden hier. Eine Karte wird auch nicht dazugehören, die werden wir auch nicht benutzen. Brauchen wir eigentlich auch gar nicht, weil auf so einer Insel, was willst du mit einer Map? Wir können uns hier eh nicht verlaufen. Dafür ist die Insel nicht groß genug. Allerdings könnten wir uns sehr wohl verlaufen, ja, wenn wir hinterher Ausflüge machen. Diese müssen wir dann auf jeden Fall sehr gut planen, dass uns das nicht geschieht. So, jetzt haben wir unsere Spitzhacke schon fast verbraucht und ich sagte ja, wenn wir sie verbraucht haben, dann geht es wieder zurück an die Oberfläche. Wo wir das Material dann wieder verbauen und dann werden wir uns später wieder zwei Spitzhacken machen und genau das gleiche wieder machen und uns wieder hier runter basteln. Das wird hinterher bestimmt eine ganz schräge Fahrt, wenn wir hier mal runterfahren, wenn es denn soweit ist. So, schaffen wir diese Stufe noch? Okay, die schaffen wir noch, allerdings nicht mehr viel mehr. Gehen wir noch einen geradeaus. So, das war's, war's dann. So, jetzt habe ich schon wieder kurz gemutet. Und dabei ist schon wieder die Tonspur stehen geblieben. Warum auch immer. So, hier müsste ich es vielleicht noch anders machen. Das müsste ich vielleicht noch einen höher machen. Auf jeden Fall habe ich schon... keine Ahnung, wo wir mit dem Ding überhaupt hingekommen sind. Sind wir irgendwo in die Richtung? Ja, wer weiß das schon. Auf jeden Fall haben wir Nacht und da ist ein Creeper, der uns, glaube ich, sogar gesehen hat. Auf jeden Fall ab, schnellste Weg ins Haus. Wo uns hier außer Spinnen nichts wirklich gefährlich werden kann. So, ne? Und ich glaube, es wird langsam Zeit für eine kleine Rüstung. War da nicht noch ein Teil mehr? Ah, hier. Und in der Kiste. Dann werde ich direkt noch Treppen machen und dann werden wir das Dach vielleicht schon fertig bekommen. Mal gucken.
Oh, wie viel? Ja, das wird nicht reichen. Alles werde ich jetzt natürlich nicht zu Treppen verarbeiten. 4 Stacks, naja. Auf jeden Fall brauchen wir noch eine Spitzhacke. Machen wir direkt wieder 2 Stück. Und dann geht's wieder aufs Dach. Oh, hier müssen wir noch einen hinausgehen. Und dann machen wir direkt weiter mit der nächsten Lage. Die geht ja mal relativ schnell, weil wir die hier direkt auf den Balken drauf klatschen können. Und hier müssen wir dann noch einen raus. Und dann geht es wieder weiter. Diesmal geht es langsamer. So. Haben wir gleich den ersten Stack verbraucht mit 2 Reihen nur ungefähr. Und weiter geht's. Jetzt habe ich 2 Überstand gemacht. Ich weiß noch nicht, ob das so bleibt. Es könnte sein, dass wir rein von der Optik her nur mit 1 Überstand verfahren werden. Ach, aber es ist jetzt noch zu früh, das zu sagen. Ich denke mal, dass wir hier bei diesem Haus auch keinen 2. Stock haben, dass das Dach von innen dann offen bleibt. So, dass man dann hineinschauen kann. Also von unten hier in den Dachstuhl. Welchen ich aber noch natürlich verkleiden werde. Offen zwar, aber nicht von unten als Cobblestone-Sitz zu sehen. Wird natürlich von innen dann noch mit Eichenholz verkleidet, so ein bisschen. Auf jeden Fall kriegen wir die erste Dachreihe hier schon mal komplett fertig. Das wollen wir nicht. So, hier müssen wir so verfahren. Auf jeden Fall etwas daneben, das Ganze. Genau wie das da. So. Hier hat das geklappt, genau im richtigen Rhythmus. Dann setzen wir hier direkt auch eine Reihe drauf. Und nicht runterfallen. Und hier kommen die dann dazwischen. Na, einen versetzt. Den nehmen wir natürlich weg. Ist natürlich keine gute Idee, dass das hier so geformt ist. Deswegen setze ich hier lieber mal einfach mal 3 Fackeln drauf, weil uns hier sonst etwas spawnen könnte. Und was heißt könnte? Es wird uns auf jeden Fall etwas dort spawnen, wenn wir wenn keine Fackeln gesetzt worden wären. Nutzen wir mal diesen umständlichen Ausdruck. So, was sagt denn unsere Zeit? Unsere Zeit sagt, dass wir noch ungefähr 2-3 Minuten haben, die wir auch nutzen werden. Und dann werden wir wohl in der nächsten Folge uns noch ein paar Treppchen machen müssen. Und eventuell könnte das ungefähr für das Dach reichen. Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich noch mal runter und uns noch einige Treppchen holen. Es wird ganz knapp nicht reichen, würde ich schätzen. Dann natürlich noch die Holzgeschichte, dass wir das alles noch verkleiden müssen. Ich würde sagen noch ja. 1 Folge, 2 für das Dach. 2 müsste gut passen. So, klatsch. Wir müssen definitiv runter, also schaue ich mal, dass ich noch 3 Stacks Cobblestone bekomme. Also ich glaube, mit dem Überstand kann man durchaus leben. Dann mal hinunter.
sowieso schräg hier durchzufahren. Okay. Schön sachte. Und wir werden die nächste Folge dann genau wie diese hier beginnen, indem wir hier was abbauen werden. Man sieht sich dann, wie schon gewohnt, im nächsten Part. Bis dann.